Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, heute habe ich ein paar Diskussionen gehabt mit ein paar Syrten. Sie waren, ja, soll ich sagen, ich sage jetzt nicht allzu viel, das könnt ihr im letzten Part nachschauen. Ja, dass natürlich die Syrten ein bisschen, ja, sage ich, angegeben haben. Ja, sie sind natürlich stärker. Klar, aber mir ist es noch nicht passiert, dass ich jetzt so mächtige Syrten gesehen habe. Deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Ich mache sowieso eher Rollenspiel und sage solche Sachen wie zum Beispiel eben diese, was habe ich schon wieder gesagt? Spargeltarzane, genau. Das einfach als Gag, als Rollenspiel, weil ich natürlich auch mich ein bisschen in die Alsen versetze. Und es ist klar, dass die Alsen natürlich auch ein bisschen unter, ja, zu schlecht, also zu schlecht besucht sind sozusagen. Ja, gut, das habe ich noch klären können. Und es ist klar, dass viele Spieler natürlich nur auf das Beste schauen, dass sie die Besten sind, dass sie so gutes Ansehen haben und so weiter. Aber ich bin eben nicht so einer, der natürlich so schnell hochkommt und das beste Equip hat und so weiter. Deshalb nehmt mich einfach raus und bestraft mich nicht mit Dislikes, nur weil ihr nicht zufrieden seid, dass ich Alse bin. Weil ich habe mich für Alsius eigentlich schon seit 2015 entschieden, als mein Reich. Und ich habe sogar auch mal Syrtis genommen und auch mal Ignis genommen. Das findet ihr alles in meinen Playlists von Regnums. Also in verschiedenen, ich glaube ungefähr so sechs Seasons habe ich gezockt und ich habe alle Reiche genommen, also einfach bitte, ja, das nächste Mal nicht gerade so auffällig tun. Das wäre einfach für uns allen gut. Und ja, mal schauen, wer besser ist. Also, es wird sicher irgendwann mal etwas geändert. Und dann sind plötzlich ja, die Igen mal vorne und dann mal die Alsen. Es muss ja nicht immer die Grünen sein, die Syrten. Ja, und jetzt haben wir ja, so ein bisschen abgesprochen. Wir machen mal ein 1 gegen 1. Und unseren Stärksten von Alsius, also vom Clan Braces. Und gegen die Syrten, wo ich der Clan jetzt gerade nicht weiß. Aber das wird dann sicher. Das werden wir dann sicher sehen. So, ich habe ein bisschen Eisen gesucht währenddessen. Und jetzt können wir noch kurz die Lootboxen öffnen. Wegen dem täglichen Login. Zwei Magnetstücke. Okay. Drei Eisenerze. Das sind aber gar nicht keine guten Lootboxen. Nochmal Eisenerze. Lohnt sich ja gar nicht. Für was sind denn die da? Ja, ich habe mit den Entwicklern ein bisschen, ja, nicht unbedingt den Entwicklern. Die Entwickler haben meine Kommentare bei Discord wieder gelöscht. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe einfach ein bisschen zu Gestens gemacht, also Vorschläge. Und scheinbar wollen die Entwickler davon nichts wissen, wenn ich Vorschläge bringe, wie zum Beispiel das Kampfsystem schneller oder die Menüführung besser oder so. Und löschen es wieder. Aber es wird sehr oft etwas gelöscht. Ich schaue immer wieder rein und ich sehe immer wieder gute Vorschläge und sie werden einfach gelöscht. Und das zeigt eigentlich, dass die Entwickler ein Schmarrn sind, also wirklich schlecht sind. Sie sind überfordert, stell ich so fest. Weil, ja, es geht ihnen finanziell extremst schlecht, habe ich erfahren von ein paar, ja, englischen Fans. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade so motivierend. Ich werde schauen, dass ich natürlich weiterhin die Entwickler unterstütze, auch wenn sie nicht so nett zu mir sind, also zu allen. Aber das ist klar, das ist halt schon ein bisschen, ja, daneben, was die Entwickler so machen. Also mit Videos gerne, aber mit viel Geld ausgeben, also für XP Boost und so, werde ich nicht. Ich werde lieber länger noch ein bisschen dran sitzen. Ah, endlich wieder dasselbe. Was wir eigentlich brauchen, ist jetzt Geld. Und ich habe leider wieder ein bisschen Geld, weil ich habe nur noch 10.000. Ja, das ist der Kampfhammer, den ich jetzt gekräftet habe. Ich hoffe, der bringt mehr zum Verkaufen. Für was wird dann sonst Crafting auch gemacht?
stehe ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir hier runter nach Gokstadt. Ja. Leider eben heute nicht so viel los. Sind immer noch alle Edelsteine zu Hause. An ihrem Platz. Und ja, Manny könnten wir hingehen, aber ja, da müssen wir wieder ums Kinn. Ich werde einfach morgen dann wieder schauen, dass ich dann ein Reichsschlachtpart bringe. Ja, und eigentlich bin ich am Leveln, also ich habe jetzt sicher noch ein Level dazu gemacht. Seit gestern Morgen oder Mittag, wo, ja, weiß nicht mehr, wenn das war. Oder waren wir da schon 39? Ich glaube, heute Morgen, als ich gestartet bin, habe ich ganz wenig gehabt. Also waren wir gestern noch 38. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon bald wieder die Hälfte. Es geht relativ schnell, aber es ist extremst langweilig, das Leveln. Das müssen sie unbedingt verbessern. Damals ging es ja noch, als ich noch ein bisschen mehr Spaß hatte an Grinding, aber heutzutage habe ich einfach keinen Spaß mehr an Grinding. Kann man leider nichts machen. So, der zweihändige Kriegshammer. Mal verkaufen. Schauen, wie viel Geld. Also zuerst mal hier reinlegen. Ja. Der kostet in Herstellung 78.000, glaube ich. Schauen wir gleich mal nach. Völliger hingesponnener Mist. 79.800 sogar. Und zum Verkaufen gibt er 18.000. Oder wie viel war's? Das ist. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld sollte man eigentlich noch ausgeben für Crafting. Ich werde ihn einfach verkaufen und werde ihn nicht mehr herstellen. Ja. Ich höre jetzt mit Crafting auf, bis ich wieder die Materialien habe. Eisenerz werde ich mal auf den Ritter verschieben. Und alle anderen Crafting-Materialien natürlich auch. Weil, ja, scheinbar braucht man wirklich diese guten Rohstoffe, die es nur ab Level 52 bis 55 gibt oder so. Völliges Blödsinn, also, ja. Ich hoffe, sie bearbeiten das bald. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen, ja, schlecht rede bis Crafting oder so, aber ich habe mir mehr vorgestellt. Das ist einfach, ja, ich war ja auch nie so gut im Crafting. Ich habe das eigentlich nie genutzt. Das war mir auch schon am Anfang ein bisschen zu langweilig. Ja, es geht so 5 Minuten, um einen Silberbarren herzustellen. Ja, und dann noch 40 Minuten, um einen Bogen herzustellen. Ja, das mache ich auch gerne. Ja, wenn ich nicht craften kann, dann kann ich nicht craften. Also dann, ja, müssen wir halt hier noch ein bisschen leveln, damit wir ein bisschen weiterkommen. Wir werden aber bald dann genug stark sein für wirklich gute Reichsschlachten, also da, dass ich dann auch ein bisschen auf eigene Faust losziehen kann und eventuell ein paar Gegner töten oder einfach auskundschaften. Das wird euch vielleicht auch ein bisschen mehr interessieren, das Auskundschaften von Gegnern und einfach Finden von Gegnern. Du hast knapp überlebt, mein kleines Engelchen. Er will sterben, okay. Oder sie will sterben. Nein, nicht. Du da. So. Sie will gern sterben. Sie möchte eine Abkürzung nehmen. Ja, was ich gerne mache, ist einfach das Pet kämpfen lassen. Weil ich bekomme quasi schon viel Schaden. Aber jetzt gerade in der Aufnahme macht es jetzt lieber nicht. Es ist schon ein bisschen langwierig. Mach jetzt einfach mal zum Testen. Ja, er greift mich an. Das Pet ist einfach manchmal zu schwach. Ich muss das mit dem Angriff machen, also mit dem Buff hier. Das ist die Eischützung. Dann mach mal. Ich brauche unbedingt ein anderes Pet, aber die Säge sind gelb, die kann ich noch nicht. Ja gut, also. Dann entscheide ich mal anders. Du machst mir mehr Angst mit deiner Verwirrtheit als mit deiner Kampfkraft. Nee, das macht ja keine Angst, aber eben mit deiner Verwirrtheit machst du schon ein bisschen mehr einschüchtern.
Wenigstens Einschüchterung. Ja, das Bett ist zu langsam. Aber so kann man sich ja nicht wieder regenerieren im Kampf. Oh. Okay, sie ist ein bisschen zu hoch, also sie wird unsere Gegner natürlich nicht mehr angreifen. Aber das ist immer so blöde, dass am Südstrand und bei diesen eiskalten Höhen, oder wie sie heißen da, neben der Mauer, immer so viel leveln und so wenig Gegner existieren. Verstehen die Entwickler nicht, dass man sie, die Gebiete größer machen muss und die Anzahl vergrößern? Keine Ahnung. Ja. Könnte ich doch nur entwickeln und es besser machen. Würde sogar jeden Amateuren trainieren, das lernen und dann ein wirklich tolles Spiel machen. Das ist eigentlich genauso wie Regnum, ist einfach alles besser. Ist alles moderner, schneller. Naja, man hat halt immer meistens nur so kleine Games. Jetzt nicht so viel Spaß machen, wo man am meisten dran liegt. Ich brauche einfach dieses Open PvP. Also R4R sozusagen. Das brauche ich einfach. Das ist eigentlich der Vorläufer vom Battle Royale. Einfach das unendliche Battle Royale. Das ist doch viel spannender als Fortnite. Du musst nicht in die Luft. Ja, er beißt einfach in die Luft. Hat keinen Bock auf Gegner. Der Server hat keinen Bock auf Synchronität. So. Ah, der Xerox ist wieder da. Der wird wahrscheinlich gegen die Syrten antreten. Aber ja, das sind Schwimmer, die regenerieren sich zu schnell immer. Sie verbuggt sind. Komm, Wolf. Bist du ein faules Tier oder ja, nicht? Jetzt wird er natürlich wieder zurückgesetzt. Komm, kämpf mal gegen ihn alleine. Ich muss ihn wieder ein bisschen regenerieren. Aber beiß ihm die Wade voll. Du kleiner Wadenbeißer. Hat kaum eine Chance gegen dieses Aquantis. Sind ja auch Captains. Ja, das Leveln gehört halt auch dazu. So ab Level 35 ist es halt eher langweilig, weil keine Quests mehr. Aber gut, wir können ja nochmals so ein bisschen herumlatschen und nochmals umskillen. Ja, ich bleibe lieber hier, weil ich ja noch weiter leveln muss. Auch wieder ein bisschen Gold verdienen muss. Und ja, wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen nach Magneten suchen. Dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen sehen, wie ich das so mache. Aber es lohnt sich kaum. Also es sind so viel wenig Magneten zu finden, also Gesteine zu finden, dass man eigentlich kaum das machen sollte. Also wir werden jetzt. Ja, ich gehe jetzt mal nach Birka ins Lager und tu mal alle Rohstoffe ummulen zum eventuell ja der Barbar werde ich ja wieder spielen dann bald zum Beschwörer eventuell die Materialien ja und die Ausrüstungsgegenstände zum Ritter. Da werde ich dich jetzt öfters ja, weniger spielen. Aber der Ritter, haben sie gesagt, lohnt sich doch. Also, ja, ich mache zu wenig Schaden noch. Ich muss bessere Waffen finden oder so. Oder auch Booster benutzen. Aber der Ritter ist mir ein bisschen zu langweilig zum Leveln. Ja. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die gerne senden. So ein Skillplaner von Sentinels oder wie es heißt. Regnum Sentinels. Könnt ihr ja mal mir eins schicken, dann sehe ich. So, mit Level 41 hätte ich gerne einen.
Und dann so ungefähr mit Level 50 nochmal. Weil es gibt keine Guides oder Tipps mehr, es ist alles tot. Es ist leider, also das Forum ist tot, Discord ist eigentlich auch relativ tot. Also es gibt schon manche Sachen, aber eben, es werden viele auch gelöscht. Entwickler wollen gar nicht da krumm dastehen. Sie finden das als Kritik, wenn ich sage, ja, das und das könnte besser sein. Das sind so arme Entwickler. Mein Beileid. Aber ich glaube kaum, dass die noch etwas Gutes entwickeln wollen mit so wenig Geld. Aber ich habe gehört, die sind extrem in Geldschwierigkeiten, weil sie eben zu hohen Pay-to-Win-Shop haben. Es kauft kaum jemand noch Items. Und verdienen eigentlich das mit Handy-Games, das Geld. Und deshalb, ja, haben sie auch einen Schrottentwickler momentan bei Regnum laufen. Der eigentlich, ja, was machen sie? Die Insel und den Boss neu in der Mitte. Ah, wie heißt jetzt der schon wieder? Ich hab gar noch nicht nachgeschaut, wie der Boss heißt. Bekarim oder so, das. Nee. Aber irgendwas ähnliches. Also, was haben wir gesagt? Zum Händler, ja, das ist voll. Leider ist das Account- und Charakterlager voll. Ja, leider nur 10, 5 und 15. Hier sind es nur 5. Ja, Magnetstücke habe ich bisher nur 60 plus 2 gefunden. Die Hickory-Holzstämme würde ich gerne hier belassen. Dann nehmen wir zum Beispiel Knochen. Vielleicht noch die Pläne. Die Pläne lasse ich im Inventar. Ah ja, die Tickets habe ich von Quests. Jetzt weiß ich, wie man die bekommt. Man geht auf Clan, kleine Übersicht und dann hier Ziele. Und wenn man die abschließt, bekommt man pro Aufgabe, die man abschließt, 5 Tickets. Und ich habe jetzt schon 4 gewonnen. Weil ich einfach mit anderen Leuten mitgelaufen bin und ich dann Forts erobert habe oder Spiele gekillt habe, also einen Anteil an den Spielerkills gehabt habe. Und so weiter. Ja, okay. Schauen wir kurz auf die Dauer. 18 Minuten. Ja, ich werde eventuell heute nur so einen 20er Part bringen. Können wir noch 2 Minuten kurz irgendwas über etwas reden. Mal kurz schauen, was die so haben. Ah, transformieren kann man auch. Einer hat irgendwas gewonnen hier. Nice win, 1500 Coins. Ein Glatzenzwerg. Okay, ja. Es hat auch gerade momentan wenig los in der Gilde, sonst könnte ich wirklich noch ein Part aufnehmen, wo wir Reichsschlachten machen, aber da muss ich ja wieder nach B kommen und umzuskillen. Ja, es ist jetzt momentan einfach ruhig. Es ist ruhig, zu ruhig für mein Level. Ich muss einfach leveln, bevor ich jetzt wirklich sagen kann, ich mache auch mit 2 oder 3 mit. Weil meistens muss ich ja schauen, dass ich wenigstens ausgeglichene Duelle finde, damit ich noch eine Chance habe. Ist ja klar, dass ich nicht voll auf unfaire Duelle reingehe. Ich bin meistens ein bisschen weiter hinten und habe dann eventuell noch die Zeit, um sich unsichtbar zu machen mit Tarnen. Aber ja, das ist einfach, ja, das ist einfach für mich bequem. Also ich mache nichts Unfaires. Aber wenn die Leute so blind reingehen, in mehr reingehen und so weiter, dann bin ich nicht der, der auch sterben möchte. Deshalb bin ich eher am Weggehen, wenn es sowieso klar ist, dass die anderen gewinnen. Weil sie auch nicht zu mir kommen können und mich aufzuhalten. Oh, 5 Magneten. Sehr schön.
Alle würden sich freuen. Ich bin der Einzige, der sich eigentlich so richtig freut hier im Spiel, wenn man 5 Magneten findet. Es ist auch zu oft, also man findet ständig 5 Magneten. Sicher immer 5 pro Tag. Also sicher einmal 5 pro Tag und dann noch mehr. Aber ich bin ja so wenig am Zocken, weil ich halt einfach auch viele andere Spiele spiele und wie heute auch sehr viel Sport mache. Ja, gut. Und eben einmal pro Tag einen Regnum-Part mache. Und eventuell bald danach die Livestreams mache. Also wenn mein Charakter so um die Level 50 ist, werde ich jeden Tag livestreamen. Dann habt ihr jeden Tag mehrere Stunden Gameplay. Und dann wirklich so, wie ich halt spiele. Aber das heißt auch, ich kann halt in der Warzone dann nicht so gewinnen, weil die Leute wissen, wo ich bin. Die Syrten werden wahrscheinlich einfach mich ausfindig machen oder so und mich dann überraschen. Also Livestreams eventuell halt eher dann nicht mit Warzone schlachten. Wenn es zu unfair für mich ist, habe ich natürlich auch keine Lust. Das ist klar. Aber wieso kommt ihr nicht alle zu Alesios? Wieso habt ihr euch für Syrtis oder so entschieden? Oder für Ignis habe ich auch schon getroffen, Leute, Deutsche. Weil Deutsche gehören einfach zu Alesios. Wir sind doch nordisch, wir sind Barbaren, also wir sind Germanen und Helvetier. Wir müssen Alesios nehmen und nicht irgendwelche Bodenstänkel. Ja, ich mag auch Elfen. Es ist nur Rollenspiel, also es ist nicht ernst gemeint. Ja, ich muss jetzt sowieso nicht raus. Also, dann machen wir finito für heute. Und ja, eben, so Beleidigungen sind natürlich nicht ernst gemeint, weil ich war ja selber lange Zeit Syrte. Es ist einfach eben Konkurrenz, das ist es. Es ist eine Art Konkurrenz und die sollte man eigentlich nicht so ernst nehmen, so böse nehmen. Ihr dürft uns auch sagen, Zwergle oder so. Sagen alle zu mir Zwergle, dabei bin ich doch groß, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich groß bin. Ne, ich bin, glaube ich, mittel oder klein. Aber eben. Ich bin doch gerne ein Zwergle. Ich bin im Real Life schon relativ groß, mit 1,87. Hallo Wolf. Schönes Plätzchen. Abschwebend in der Luft. Also. Schönem Schneefall und schönem Blick nach Birka. Ja, nicht ganz so schöner Blick. Wegen dem Nebel. Verabschiede ich mich. Ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Ist klein. Aber trotzdem schön. Und ja. Danke. Ich habe braune Haare. Wieso sind sie schwarz? Na gut. Und da habe ich schwarze Haare. Nein, ich habe braune Haare. Tschüss.